Ich glaube, das ist extra so gemacht, dass du sie eben nicht überspringen kannst. Oder bin ich einfach so unfassbar? Was zum Teufel? Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu diesem Ostervideo. Man mag es kaum glauben, aber Scary Sunday ist heute pünktlich. Denn Scary Sunday ist immer pünktlich. Ich meine, hat sich Scary Sunday jemals verspätet? Ich hoffe, ihr habt schöne Ostern, auch wenn man dieses Jahr dank Corona sehr wahrscheinlich keine Eier sammeln kann. Sondern, Impfscheine. Da ist ja auch das Wort Ei schon drin, also perfekt. Wir spielen heute Mr. Hobbs Playhouse. Das ist ein Horrorgame, was ich noch nie gespielt habe und mir noch nie wirklich angesehen habe. Aber das haben mir über die Jahre hinweg immer wieder Leute empfohlen. Und heute, an Ostern, ist es soweit. Ich mag, dass das Menü mir eine Ausfahrt bietet. Aber ich weiß nicht genau, welche Ausfahrt. Ist es die dritte beim Kreisel rechts oder wo genau? Papa, kannst du Mr. Hobb heute Abend nehmen? Er macht mir Angst. Sei nicht albern, Ruby. Was würde deine Oma davon halten, dass du das sagst? Sie hat ihn extra für dich gemacht. Ich lasse dein Nachtlicht an. Versuche etwas zu schlafen. Ich gehe jetzt mit den Jungs... Danke! Oh nein, der Hase ist weg. Mama, Papa! Anne, warte, sie hat eine Decke vom Gesicht. Nicht erschrecken, ja, die Grafik und der Stil des Spiels sind ein bisschen anders. Es erinnert ein klein wenig an Little Nightmares. Und ich spiele dieses Mädchen hier. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Oha, warum springe ich wie so ein Olympiadenteilnehmer? Okay, also ich muss schon mal sagen, mein Zimmer ist der langweiligste Raum, den ich je gesehen habe. Wo ist mein Gaming-Setup? Wie soll ich denn bitte cool sein und die ganzen Trends mitmachen? Wie zum Beispiel Rocket League und Fortnite und... Wo ist eigentlich mein Smartphone, mit dem ich meinen TikTok-Account manage? Also das ist ja mal gar nicht mehr zeitgetreu, dieses Spiel. Hätte Ruby nur auf ihre Eltern gehört und ihre Spielsachen weggeräumt, achte darauf, über die Spielsachen zu springen. Warum? Kann mir doch egal sein. Findet mich dann der Hase oder was? Hasilein, komm doch. Ich bin lebensmüde. Ja gut, also wenn es ihr sonst nichts zu tun gibt, dann... Oh, so eine glückliche Familie. Und erst recht das Haustier. Ruby ist auch so ein richtig toller Mädchenname. Guck mal, ein Auto. Damit kann ich die Ausfahrt vom Hauptmenü nehmen, bestimmt. Tipp, Schritte sind laut. Stelle sich... Warum blendet dieses Spiel alles nur so 2 Sekunden ein? Was soll denn das lesen können in der Zeit? Oh, ups. Stell dir vor, du schleichst halt echt irgendwie so nachts durch den Gang, bist total paranoid und plötzlich... Ich bin mir halt ziemlich sicher, dass mir jetzt hier am Anfang des Spiels noch nicht allzu viel passieren kann. Daher fühle ich mich halt auch ein bisschen safe. Höre genau auf deine Umgebung. Okay, das konnte ich jetzt lesen. Warte, also wie viel Spielzeug liegt denn bitte da auf dem Weg? An der Seite lang zu laufen ist auch nicht möglich, oder was? Ich kann einfach über alles drüber laufen. Nobody cares. Hey, Hopsilein, willst du nicht rangehen? Ich glaube, es ist deine Schwiegermutter. Die sollte man nicht ignorieren. Dass hier eine nackte Statue rumsteht, hinterfragen wir einfach mal nicht. Das sind eh richtig komische Eltern. Ich meine, wer nennt sein Kind denn schon Ruby und das noch freiwillig? Höre auf deine Umgebung, hat er das Spiel gesagt. Ich höre aber nichts. Außer... Oh Gott, okay, das ist creepy. Ui. Oh ja, tut mir leid, der Stau ist heute wieder unerträglich. Ja, was soll ich denn machen, wenn der vor mir nur 60 fährt, obwohl er 80 kann? Also wir haben schon mal seine Augen gesehen. Bis jetzt hält sich der Gruselfaktor noch in Grenzen. Mama, Papa, wo bist du? Wo bist du? Als wäre Mama, Papa eine Person. Aufgabe, geh zurück ins Bett. In das hier? Ich meine, ich wollte schon immer mein ganzes Leben lang in einem größeren Bett schlafen. Die haben einen richtigen Luxusraum. Oh, die haben sogar ein cooles Wandtattoo. Okay, es ist abgeschlossen. Also die Eltern sind weggefahren. Und haben mich ins Haus eingeschlossen. Zusammen mit meinem creepy Knuddelhasen. Allerdings ist es immer noch nicht so schlimm wie der Fakt, dass sie mich Ruby genannt haben. Aber ich habe jetzt unten links so eine blinkende Anzeige. Was passiert denn, wenn ich da aus Versehen ein paar Mal drauf trete? Okay, passiert wohl nichts. Das ist jetzt ein rotes... Oh. Mr. Hobb? Aufgabe, verlasse das Haus. Der läuft da rum, ich höre ihn. Der kommt jetzt von rechts. Igitt. Was? Ich habe nichts gemacht. Bin ich auf das Auto getreten? Hä? Ich kann mich hinknien. Ist das die Lösung? Nein. So, jetzt habe ich ihn abgelenkt. Guck. Ihr werdet jetzt nicht checken, dass ich... Ups. Vielleicht ist die Tür jetzt auf magische Weise offen. Es könnte ja sein.
Tja, Mädel, ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber ich glaube, du bist tot. Drücke runter, um dich hinter Möbeln zu ducken. Wie soll ich das denn machen? Der kommt ja da direkt. Ich muss wahrscheinlich einfach länger warten. Ah, ich verstehe schon. Okay. Spring und in die Hocke. Kann ich telefonieren? Kann ich telefonieren? Kann ich telefonieren? Kann ich telefonieren? Mama? Bist du das? Aufgabe, suche Rubys Mutter. Ich habe einen Schlüssel. Einige Türen erfordern einen Schlüssel. Ja, das haben Türen so an sich. Später. Ah, ich habe mich verirrt in diesem Kackhaus. Ich bin zu nervös. Und da versagen all meine Orientierungskünste. Ja, das war natürlich genau nach Plan. Ja, also mehr als hin und her laufen kannst du wohl auch nicht, ne? Und vor dir soll man Angst haben. Der Osterhase wurde halt echt auf Fisch bestellt bei dieser Familie. Die Eltern haben sich gedacht, ey, mit unserer kleinen Ruby nicht so alleine ist, kaufen wir der mal einen schönen, ne, einen schönen Osterhasen. Aber weil die zu wenig Geld hatten, greift man halt eben mal zu anderen Mitteln, wie zum Beispiel Wish. Und dass er dann so rauskommt, überrascht mich dann auch echt nicht mehr. Muss ich vielleicht hier jetzt links vorbei? Ist das der richtige Weg? Anstatt da jetzt reinzugehen? Komm, Hasilein. Der will mich Hobbs nehmen, der Mr. Hobbs. Aber ich lass ihn nicht. Oh, ich bin in der Küche. Erstmal den Kühlschrank leeren. Das wird mich jetzt so beruhigen. So einen schönen Snack. Oh, wow. Wo bin ich denn jetzt? Bin ich im Keller oder so? Oh. Zum Glück gibt es hier eine Truhe mit einem fliegenden Energy. Das beruhigt mich. Kassettenrekorder. Auf einem kleinen Zettel im Anhang steht... Unter dem Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wie erreiche ich Wish per Postversand? Ich muss einen Hasen zurückschicken, der ist kaputt. Geburtstag 18. April, danke für die Infospiel. Weiß nicht, was damit anzufangen. 0 von 6. 0 von 6, was? Kartoffeln? Hä? Ups. Lauf, nein. Ah, Mr. Hobbs hat mich wieder Hobbs genommen. Also das Spiel ist ja ganz nett bis jetzt. Scheiße. Ich bin nicht gut in Jump'n'Run. Ich bin nicht gut. Ich habe nicht gedacht, dass das Spiel so Jump'n'Run-lastig wird. Was ist denn das für ein Troll? Junge, lauf doch weg. Guck mal, der verarscht einen. Ah, jetzt gehst du rüber. Scheiße. Ich verstehe nicht, was ich falsch mache. Also doch, ich verstehe es schon, aber... Wo gab es denn hier eigentlich einen Spiegel? Bin ich irgendwie... Oh, da... 8. September. Jenna, Ruby und ich haben Esther gestern besucht. Ruby liebt es immer, ihre Großmutter zu sehen. Oma nennt sie sie. Es geht hier in den letzten Monaten nicht so gut. Wir sind neulich am Wochenende vorbeigefahren und sie startet immer an die Wand. Wir mussten sie richtig schütteln, um sie zur Besinnung zu bringen. Dann ging es wieder, wo das nicht passiert. Gott sei Dank, sie hat das gemacht. Wir haben ja eine Mini-Masterschaft. Ah ja. Und wo ist jetzt die nächste? Warte, hat sie nicht was von Dachboden gesagt? Ich glaube, ich muss hier sogar hin. Ich habe die Notiz gelesen, aber das ging beim linken Ohr rein und beim rechten wieder raus. Oh, der Hase hat jetzt keine Augen mehr. Wetten? Das Spiel wird immer verstörender, je mehr Kassetten ich finde. Ich glaube, das wird's sein. Wait, what? An der gleichen Stelle. Jenna und ich haben heute wieder bei Esther vorbeigeschaut. Es war schmutzig. Ich bin mir nicht sicher, wie es so schnell so schlimm werden konnte. Esther scheint sich auch nicht sauber zu halten und es ist fast so, als hätte sie uns nicht mehr erkannt. Ihr Termin ist morgen. Jenna ist besorgt, dass sie vielleicht in die Pflege muss. Ich werde es dokumentieren. Ich hoffe, Ruby muss sie nicht so sehen. Okay. Ich habe gerade zweimal an der gleichen Stelle. Oh Gott! Wow, da hast du mich fast erwischt, du kleiner Racker. Tja, so dumm bin ich dann aber auch wieder nicht, wie ich aussehe. Da, nächste. Zum Zeitpunkt der Aufnahme liegt Esther im Krankenhaus. Ihre Nachbarn haben den frühen Morgen schon die Polizei gerufen, weil sie sich schreien hörten. Es wird von einem Parkettor bleiben. Wir haben Ruby gesagt, sie ist gestürzt und sie gut geht. Werden auf den Genuss. Seine Augen. Er weint. Warum weint er denn? Ist da jemand nicht mit? Ah! Oh Gott! Ey, der hat eine Abkürzung genommen. Also ich darf mir keinen Fehler erlauben eigentlich. Ich mach's aber natürlich trotzdem, weil I don't care. Hey, vierte Notiz. Also das Plüschtier hat mir meine Oma gegeben. Oh, ganz normaler Tag hier in diesem Haus, schätze ich. Oh, der sieht immer gruseliger aus, der Hase. Der alte Hase. Guck mal, wie er darunter leidet, dass er mich nicht mehr Hobbs nehmen kann. Ich bin einfach unbesiegbar. Oh! Hallo Ruby, es ist der Nachbar Mark. Geht's dir gut? Ich habe stundenlang versucht anzurufen. Nein, du rufst zum ersten Mal an, Bro. Ich glaube, der wurde gerade Hobbs genommen. Knappe Sache. Ganz knappe Sache. Hier, die fünfte Kassette. Perfekt. Nimm sie.
19. September, wir haben gerade einen Anruf erhalten. Er ist aus dem Schlaf gestorben. Die erste Sekunde kann nicht Douglas geben und sagen sogar, dass es plötzlich aus dem Saal. Wir hätten Juri sagen müssen, wenn sie von der Schule nach Hause kommen, die wissen wir keine oder. Okay. Jetzt zur nächsten Kassette. Ist noch eine Kassette. Ich denke mal, das Ziel danach wird dann sein, sein Kommen. Diese dumme Lokomotive, kann man die überhaupt überspringen? Ich glaube, das ist extra so gemacht, dass du sie eben nicht überspringen kannst. Oder bin ich einfach so unfassbar? Was zum Teufel? Oh mein Gott! Ach du Kacke! Passiert das nochmal? Nee, die sechste Kassette. Ruby hat sich seit den Neuigkeiten nicht mehr von ihrer besten Seite gesagt. Wir mussten den Schallschalter wegnehmen, damit er nicht auf der Google auf der Plisch kann. Ich sag, das schützt davor. Doch ein Spielzeug, wir mussten den Schallschalter wegnehmen. Finde den Schlüssel. Und eine Pflanze im Flur. Diese Pflanze? Welche Pflanze? Da stehen halt echt 100.000 Pflanzen überall. Oh, ich hab ihn. Und jetzt kann ich entkommen? Ist es so einfach? Danke. Oh, niemand hat was von einer Kombination gesagt. No. Sollte ich den Code wissen? Ich glaube, die Kombination könnte im Keller sein. Ich habe irgendwie so ein Gefühl. Wobei, 18. April. Meint ihr, das ist die Kombination? Ich meine, ich könnte es ausprobieren. 18, 1, 8, 0. Wie? Ein Fidget Spinner. Was? Okay. Ja, dann komm mal her, Mr. Hobbs. Zeit. Oh, dich Hobbs zu nehmen. Warte, ich locke ihn gleich her. Mr. Hobbs. Mr. Hobbs. Wow, dieser Verkehr. Unglaublich. Jetzt, wo er weiß, dass ich bewaffnet bin, bis an die Zähne bewaffnet, versteckt er sich. Das war ja so klar. Mr. Hobbs ist einfach so ein Internet-Rambo. So ein Typ, der meint, auf große Eier zu machen. Was auch typisch ist für einen Hasen, versteh mich nicht falsch. Aber sobald es dann drauf ankommt, scheißt es sich ein. Ich frage mich, ob das wirklich funktioniert. Ich meine, der Typ ist irgendwie gefühlt 3 Meter groß. Und ich komme mit so einer Plastiksteinschleuder vom Toys R Us. Ich meine, ich glaube, meine Erfolgschancen sind sehr nah bei 100. Aber ohne die 1. Mr. Hobbs, zeig deinen fluffigen Hintern. Oh, lol. Ich habe aus dem Spiel herausgeklickt. Oh, wow. Wow, Bro. Warum zieht die nur noch geradeaus? Ach so, im Schritt. Sie zielt auf seine Eier. Natürlich. Warum habe ich das Gefühl, dass es noch nicht vorbei ist? Ruby, komm und gib deiner Oma einen dicken Kuss. Nein. Stipp. Selbst wenn ich dich nicht tot kriege, Corona wird's richten. Nur Spaß. Oma, aber ich doch... Wow, Ruby, ich bin mit dir, Ruby. Run. No! Wow, ey, das ist unfair. Das sind Hacks. Polizei, stehen bleiben! Gott. Und jetzt wisst ihr, was passiert, wenn man den Osterhasen bei Wish bestellt. Tut es auf keinen Fall. Es hat verheerende Folgen und Eier bekommt ihr dadurch nicht. Wobei, wenn man so ein Ding bekämpft, dann hat man schon auf seine eigene Art und Weise Eier. Ja, Leute, das war's mit Mr. Hobbs Playhouse. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen und so da und abonnieren wäre auch ganz okay. Links kommt ihr jetzt zu meinem neuesten Video, rechts kommt ihr zu irgendwas anderem. Weiß der Kuckuck, was da gerade eingeblendet wird. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Tschüss. Und fröhliches Eier suchen.